Am 26. Juni in diesem Jahr von 14 bis 18 Uhr ist wieder der Krachmacktag bei uns in Schleswig-Holstein auf der jungen Bühne während der Kieler Woche. Und das Besondere ist, in diesem Jahr wird der Krachmacktag genau 5 Jahre alt. Herr Albig, wann waren Sie das erste Mal beim Krachmacktag dabei? Wissen Sie das noch? Vor 5 Jahren, glaube ich, ja. Vor Genau. 5 Jahren. Wir waren damals angefangen, wir hatten einen Probelauf gemacht und dann hatte ich Sie angesprochen, weil ich Sie vor dem Kieler Rathaus gesehen Genau. hatte. Und dann habe ich gesagt, Herr Albig, kommen Sie doch bitte mit. Was verbinden Sie mit dem Krachmacktag, Herr Albig? Was ist für Sie dabei wichtig? Für mich ist wichtig, dass das ein sozialer Moment ist, der nicht mit Betroffenheit daherkommt, der nicht mit der traurigen Rede, wie weit wir noch mit der Inklusion zurück sind, sondern der mutig, der selbstbewusst zeigt, wir sind alle Teil einer Gesellschaft und wir haben hier all die gleichen Möglichkeiten. Wir nutzen sie vielleicht anders, weil wir andere Voraussetzungen haben, aber wir verstecken uns nicht. Die wir ein Handicap haben, die wir kein Handicap und noch kein Handicap haben, wir sind zusammen eine fröhliche Gruppe Menschen und wir zeigen, dass wir miteinander tolle Kunst, das ich glaube, ist ein Kunstprojekt und mittlerweile auch ein sehr bemerkbares Kunstprojekt, eine Performance. Und das ist eine, bei der man viel mehr über Inklusion lernt, ich jedenfalls, als bei ganz vielen Podiumsdiskussionen. Inklusion ist so ein Stichwort, das immer fällt. Da fragt man sich natürlich auch, was kann Politik tun, um Inklusion umzusetzen? Schleswig-Holstein passiert so einiges. Wie sehen Sie das als Ministerpräsident? Was ist besonders wichtig für dieses Ziel? Also die zentrale Botschaft, die Politik auch zu den Menschen bringen muss, ist genau das, was der Krachmacktag tut. Das ist kein Thema für irgendeine Randbefassung, sondern es ist in der Mitte unserer Gesellschaft. Und wir müssen es auch immer wieder dorthin stellen. Und unsere Politik, wenn sie denn ernsthaft ist und wahrhaftig ist, darf das nicht in irgendwelche Randbereiche abschieben. Was sagen wir den Zuschauern? Wir gucken ja noch. Was sagen Sie denn, damit sie kommen? Es macht wahnsinnig viel Spaß, das zu erleben. Das passt gut zur Kieler Woche. Und wer einfach mal wirklich fröhliche, sehr, sehr dynamisch aktive Menschen sehen will, und auch ein bisschen was über, wie leben wir eigentlich gut zusammen, wahrnehmen will. Und vielleicht auch Menschen, die sich sonst mit Inklusion gar nicht so beschäftigen, kommen sie hin. Das macht einfach viel Spaß, dabei zu sein. Und am besten kommt man natürlich mit irgendeiner Ja, Tröte, mit irgendeinem 100, 100. Instrument und idealerweise mit irgendwas schick gebastelten. Und dann werden die noch leeren Plätze Ja, gefüllt. also besser sagen kann ich es nicht. Also sage ich einfach nur, kommt, wer kann. So machen wir Super. das. Danke, Danke. Herr Herwig. Klasse.